Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein und mit Ihnen zusammen noch ein paar Gedanken auszutauschen. Ich bin jetzt in dieser lustigen Situation, dass ich mir gedacht habe, ich darf unsere Idee und unser Produkt und unsere Unternehmen gar nicht vorstellen und habe mir ganz viel Gedanken zu AI und Führungsrollen und Führungskultur Gedanken gemacht. Und jetzt habe ich mir gerade überlegt, ob ich das nochmal umstelle. Aber ich denke, vielleicht können wir nochmal gesamtheitlich auf das Thema schauen, um was es sich im letzten Panel dreht und dann in der Diskussionsrunde hinterher nochmal über unsere Lösung sprechen. Es war nämlich in der Tat für mich gar nicht so einfach, muss ich gestehen, im Vorfeld, als ich mir jetzt ein paar Gedanken gemacht habe, was ich zu Thema AI und die Vision 2027 in Bezug auf Teamentwicklung und Führungskultur in Unternehmen konkret vorstellen kann. Ich glaube, es lag auch daran, dass ich auch die letzten 10 Jahre mir vorgestellt hat und dass ganz viele Ereignisse auf uns, auf unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft hereingebrochen sind, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben und auf die wir trotz der Prognosen auch kaum vorbereitet waren. Und da kam mir so ein Punkt, den ich auf jeden Fall, bevor wir ins Thema einsteigen, mit Ihnen teilen will, weil der für mich sehr, sehr, sehr wichtig war. Und zwar, wenn wir über Themen wie AI und Digitalisierung sprechen und diese Themen als Innovationstreiber wahrnehmen wollen, sehen wollen, dann ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir diese nicht als so einen unumgänglichen, sich selbst entwickelten Prozess und blinden Prozess betrachten, den wir so einer reinen Marktlogik und Algorithmen überlassen, sondern dass wir uns natürlich immer wieder die Frage stellen, wo uns das Ganze hinführt. Wir haben das Ganze bei der Globalisierung gemacht und merken, dass es jetzt zum ersten Mal in breiten Gesellschaftskreisen auch kritisiert wird. Ja. Und die Frage, was die Innovation generell treibt, vor dieser Frage soll einfach eigentlich die Frage des Warum und des Wozu stehen. Wozu Innovation und warum? Und wenn wir richtig innovativ sein wollen, können wir ruhig das Konzept der Innovation vielleicht auch mal innovieren. Denn die Frage des Wozu kann die Digitalisierung selbst überhaupt nicht beantworten. Und wir müssen uns die Frage stellen, welche ökologischen, politischen und auch gesamtgesellschaftlichen Mehrwerte und Ziele wir mit diesen Innovationen verfolgen. Und erst wenn wir das beantwortet haben, glaube ich, können wir so Themen wie AI, Digitalisierung am Ende für uns alle gewinnbringend einsetzen. Und ich glaube, es würde jetzt viel zu weit gehen, dass wir in diesen kurzen Minuten natürlich darauf eine Antwort finden und das Wozu beantworten. Aber ich glaube, selbst wenn wir über neue Führungskulturen in Unternehmen 2027 und in Kombination mit AI sprechen, ist es ganz wichtig, dass wir uns auch erstmal die Frage stellen, was ist eine gute Führungskraft? Was bedeutet gute Führung? Und wir haben witzigerweise in unserem Unternehmen erst letzte Woche mit unseren Teamleads unsere eigene Führungsleitlinien erfasst. Und da waren wir uns eigentlich ziemlich schnell einig und jeder uns war klar, dass eine gute Führungskraft natürlich jemand ist, der ein Vorbild ist, der inspiriert. Wir haben gesagt, jemand, der Freiraum gibt, der einem Eigenverantwortung als Mitarbeiter überlässt, der aber auch so transparent fördert und schafft, ne? Der genau das tut, was er immer sagt, der ruhig ist, der empathisch ist. Jemand, der natürlich auch delegieren kann und lösungsorientiert irgendwie handelt, aber jemand auch, der Support anbietet, der unterstützt. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann da AI unterstützen, beziehungsweise kann AI uns da irgendwie auch... Und ich glaube, wenn wir in all unseren Alltag, in unseren Positionen denken, dann ist es oft sehr, sehr schwer, dass wir all diese Fähigkeiten und Kompetenzen wirklich jeden Tag aufs Neue zu 100% leben. Und ich finde, all diese Themen, die wir heute gehört haben, die können dabei sehr, sehr, sehr gut unterstützen. Brauchen wir Führungskompetenzen, die am Ende auch irgendwie auch zu den Unternehmen passen. Und vor allem ist es auch ganz, ganz wichtig, oder spannende These, auf die ich letztens auch gestoßen bin, dass wir zu Zeiten, wo alles digital wird und alles technologisch wird, wir neben diesen Hard Skills, wo man glaubt, der Mitarbeiter muss jetzt programmieren können und Computer irgendwie bauen können. Am Ende gerade so auch menschliche Kompetenzen, wir haben es gerade auch mit dem Vordergrund rücken, weil am Ende die verbleibenden Mitarbeiter in unseren Unternehmen, die müssen alle Führungskräftequalität haben. Die müssen enablen, die müssen Teams leiten, die müssen Projekte anführen können, die müssen coachen, die müssen miteinander kommunizieren können. Und da stellt sich wirklich die Frage, wie können wir mit den technologischen Möglichkeiten, die wir haben, hier auch ein Stück weit unterstützen? Und ich glaube, man kann das, wenn man sich überlegt, dass wir in Unternehmen oft die
dass wir diese Zusammenhänge auch einzeln greifen können. Ne? Das sind so komplexe Dinge, die da zusammenkommen. Und wenn AI uns auch die Möglichkeit gibt, diese Zusammenhänge anders zu analysieren, dass man zum Beispiel, wenn Mitarbeiter kurz vorm Burnout stehen oder wenn Mitarbeiter innerlich gekündigt haben, man nicht nur ein Alert an die Geschäftsführung gibt, sondern dann sofort automatisiert Gegenmaßnahmen auch implementiert. Das wäre zum Beispiel so ein Vorteil. Und gleichzeitig ist es in Deutschland nicht so, dass wir oft aufgrund der fehlenden Informationen in den Unternehmen hinterherhinken, sondern dass wir es nicht schaffen zu reagieren. Wir haben die Fakten, aber wir reagieren nicht. Den einzelnen Führungskräften fällt es total schwer, schnell zu handeln, Zusammenhänge auch irgendwie zusammenzubringen. Und da glaube ich, kann AI und die Analyse auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr guter Unterstützer sein. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wenn wir Artificial Intelligence 2027 in den Unternehmen haben, dass wir es schaffen, mutiger zu sein. Ich bin auf unzähligen HR- und Personalkonferenzen und nach 3-4 Tagen kommt dann immer raus, wenn wir alle gebrainstormt und Innovation Labs haben, wir müssen mutiger sein. Und vielleicht schaffen wir es auch, dass AI uns dabei unterstützt, wenn am Ende durch wirklich fortlaufende Analysen uns signalisiert wird, wenn ich jetzt diese letzte experimentelle, mutige Entscheidung treffe, komme ich am Ende wirklich zum Ziel. Kann auch das eine Möglichkeit sein. Und ich glaube, es ist heute auch ja schon mal in der Keynote gefallen, und das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, weil ich es in meinem Startup-Umfeld ganz oft erlebe, dass wir in Deutschland, und das war auch wahrscheinlich so der Grund oder die Frage, warum wir hier kein Silicon Valley haben, wir haben weniger Angst davor, uns im groß angelegten Entwurf zu verlieren, als mit einer kleinen, konkreten Idee auch mal zu scheitern. Und diese Lean Startup Methode, die hat Silicon Valley uns voraus. Und das müssen wir auch rein in die Unternehmen bringen, um am Ende innovativ zu sein. Und ich glaube, keiner, wirklich keiner kann zu 100% sagen, wo wir in 2027 mit all unseren Führungskulturen und Teamentwicklungen stehen. Aber ich glaube, was wir alle wissen hier im Raum, ist, dass wir flexiblere und agilere Strukturen in unseren Unternehmen brauchen. Wir brauchen mehr atmende Organisationen. Atmende Organisationen heißt, dass sich die einzelnen Mitarbeiter mehr bewegen können, mehr Gestaltungsspielraum haben, mehr Eigenverantwortung. Wir müssen auch wegkommen von diesem Bottom-up-Prinzip in unseren Führungskulturen hin zu mehr Empowerment gegenüber den Mitarbeitern. Wir sprechen zwar schon all über diese Themen, aber immer leider nur relativ oberflächlich. Und es wird auch eine Kooperation in Firmen wichtiger sein. 2027 werden wir viel kooperative Führungsteams haben, wir werden Teams auf Augenhöhe haben, wir werden müssen versuchen, dass wir einfach endlich dieses Knowledge Sharing betreiben, dass wir die Silos abbauen. Und das sind alles so Bullshit-Buzzword-Bingo, was ich hier mache, aber das sind Themen, die wir einfach hier nicht immer nur diskutieren können, sondern wo wir wirklich Lösungen brauchen. Und ich glaube, gerade wenn es um das Thema Flexibilisierung und Agilität im Moment geht, ist es so ein Trendthema im Moment. Hays hat zum Beispiel das aus dem HR-Report zum Trendthema 2017 gemacht, aber es ist kein Trendthema, es ist Mission Critical. Die Firmen, die 2027 es geschafft haben, intern sich so zu flexibilisieren, dass sie am Ende wirklich Innovationsräume schaffen, um den einzelnen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, mitzugestalten, werden überleben. Alle anderen haben wirkliche Probleme. Es geht einfach darum, dass wir verstehen, dass die Menschen und die Köpfe, die wir jetzt brauchen, um 2027 diesen digitalen Wandel, den wir alle anstreben, erreichen zu können, müssen wir intern andere Räume schaffen, weil im Moment ist es oft Alltag, dass die Personen, von denen wir abhängig sind, diesen Wandel zu erreichen, mit den Händen über den Kopf aus den Konzernen und Firmen rausrennen und einfach nicht finden. Und ich glaube, Artificial Intelligence kann jetzt nicht kommen und das alles umwälzen oder unterstützen, aber ich denke schon, nicht alles komplett ändern, aber ich glaube, dass wir als Führungskräfte ganz stark jetzt, wenn wir die Leitlinien setzen, eine Richtung vorgeben können und dass wir dann so auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und ich bin mir sicher, dass am Ende die Computer uns dabei unterstützen werden, dass unsere menschlichen Potenziale wieder mehr in den Mittelpunkt rücken, wir die identifizieren können, mehr entfalten können und am Ende auch ein Stück weit weiterentwickeln können. Und vielleicht sind es am Ende wirklich die Führungskräftequalitäten, die heute ja oft in bestimmten Führungskulturen auch fehlen. Also auch das kann bestimmtes Leitbild sein. Zurück zur Frage, also Sie merken, ich will Ihnen trotzdem noch kurz die Gedanken teilen, die ich so zu AI hatte. Wir können dann gleich nochmal über unser Unternehmen sprechen, aber ich glaube, es ist total wichtig, weil es doch so etwas Grundlegendes und Weitreichendes ist. Und ich habe es zu Beginn gesagt, aber wenn wir uns die Frage stellen, ob Artificial Intelligence irgendwann mal bessere Entscheidungen trifft als wir Manager oder Führungskräfte in einem Unternehmen,
oder intelligentere, müssen wir uns auch die Frage stellen, was sind intelligentere Entscheidungen? Wer misst das? Was bedeutet intelligentere oder bessere Entscheidungen? Am Ende geht es ja immer darum, wenn wir diese Lernanalyse-Algorithmen in unsere Firmen und in die Wirtschaft reinbringen, dass es am Ende ja besser wird. Aber was bedeutet am Ende besser? Und darum, was ich zu Anfang gesagt habe in der Einleitung, finde ich, ist mir wirklich wichtig, immer wieder zu überlegen, okay, wenn es am Ende uns darauf zurückführt, dass wir jetzt überlegen, auf was es wirklich ankommt, dann haben wir eine große Chance. Und es klingt jetzt alles auch ein bisschen kritisch, aber ich bin super, super optimistisch, was die Zukunft betrifft und dass wir eine riesen, riesen Chance haben bei den technologischen Fortschritten, die wir im Moment erreicht haben. Und dann haben wir wirklich gerechtfertigt diese Utopie-Gedanken, die wir jetzt haben, anstelle von Dystopien. Und darauf können wir uns sehr freuen. Vielen Dank. Thank you.